Okay, wir sind jetzt hier in dem Boxbreak, wie es jetzt letztendlich ist. Ich habe diese Box hier von German Trading Card GmbH, wie gesagt, schon gekauft. Da gehen nochmal ganz spezielle Grüße raus. Der Versand war mega, mega gut. Wir öffnen jetzt die Box. Ich werde ganz kurz mal dafür das Messer zur Hilfe nehmen. Das dauert bei mir mal ein bisschen. So, ich versuche das Ganze mal so gut es geht durch die Kamera zu machen. Wir haben die Box. Sieht mega, mega clean aus. Schauen von oben rein. Ich mache das Ganze hier gerade auf meinem Wohnzimmertisch. Ich denke, die Box können wir mal zumachen und nebenher legen. So, das ist ganz schön so. Und haben jetzt hier 88 Karten, sagen sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Packs pro oder mit 8 Karten. Wir öffnen die Nummer 1. Wir machen gar nicht viel Bohai. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die erste Karte oben oder unten liegt. Aber wir fangen mal an. Und starten direkt rein mit Tyrese Halliburton. Weiß nicht, wie er scharf macht. So, okay. Peyton Pritchard. Das war letztes Jahr ein Rookie. Wir sind jetzt im Jahrgang 21-22. Isaac Okoro, auch kein Rookie mehr jetzt. Bradley Beal. Jordan Clarkson, Gangster. Oh, ein umgedrehter. Das ist DeAndre Ayton. Warum umgedreht? Frag mich nicht. Ist sie vielleicht nummeriert? Ich werde es gleich erfahren. Und ein Insert. Josh Giddey, Rookie, Class of 21. Ist kein Rookie, ne? Class of 21, Oklahoma City Thunder. Der Autofokus regt richtig auf. Kerle, vielleicht müssen wir das Pack mal rausnehmen. Und was ist die letzte Karte? Jalen Green, let's go. Das ist eine Rookie Card. Rookie Card, Jalen Green von den Houston Rockets. Einer meiner Lieblingsrookies und sicherlich auch einer der stärksten aus dem Jahrgang insgesamt. Ein starker Jahrgang, dieser 2021-2022er Jahrgang. Nächstes Pack. Wir machen nicht viele Fisimatenten hier. Wir haben einige Packs zu öffnen. Wir sind jetzt 3 Minuten drin. Deswegen direkt weiter mit der ersten Karte. Joel Embiid. Das ist nice. Joel Embiid, auch immer einer, der ist schön für die Sammlung. Otto Porter Jr. von den Warriors dieses Jahr. Boban, you know him. Lauri Markkanen, okay. Obi Toppin, letztes Jahr Rookie gewesen, ist auch einer, der bei mir von Anfang an dabei ist. Marcus Morris Senior und Slam Dwayne Wade, okay. Okay, now we're talking. Das sieht richtig nice aus. Dwayne Wade lights up Miami. Und was ist drunter? Wer? Herbert Jones? Wer bist du denn? Warum heißt du Herbert? Holy shit. Da heißt einer Herbert? Herbert? Shit. Rookie Card, okay. Ich denke mal, die Rookie-Cards können hier hin. Gut, wir haben jetzt, also mein Highlight ist bis jetzt diese Karte hier. Zwei Packs offen. Ausbeute ist okay. Nächstes Pack. So, und wir fangen an mit Lu Dort. Oh. Da ist schon das erste Mal umgedreht. Das ist
Aaron Baines. Warum sind die umgedreht? Ist da was Besonderes? Eigentlich nicht, oder? Chris Middleton. Brandon Clark. Die Memphis Grizzlies auch richtig stark, ne? Nikola Jokic, nice. Domantas Sabonis. Cleanes Kartendesign. Oh! Skyview von Anthony Davis, nice. Skyview Anthony Davis. Schöne Karte. Schau mal. Wenn du jetzt noch nicht verletzt wärst. Und was haben wir da drunter? Rookie Card. Joe Wieskamp. Okay. Skyview Anthony Davis, auch eine schöne Karte. Ja, was ich von der Rookie Card halten soll, weiß ich nicht. Kommt dazu. Kommt jetzt aber nicht ganz oben auf den Stapel, sagen wir es mal so. Nix Cap. Ups. Nix Pack. Was haben wir denn hier? Enes Kanter. Der ist doch mittlerweile auch anders. Kevin Love. Oh, Eric Gordon. Mike Conley. Nice. Oh, Derek White. Starker Point Guard. Point Guard, Shooting Guard. Jimmy Butler. Nice. Jimmy Butler habe ich, glaube ich. Ich glaube, das ist meine erste Jimmy Butler-Karte. Und wen haben wir hier? Warriors? Da steht er. Ich konnte es gar nicht lesen. Das ist Moses Moody. Rookie Card in Blau. Ich weiß jetzt gar nicht, was das bedeutet. Darunter ist Rookie Card Scotty Lewis. Die ist ein bisschen dicker. Hat jetzt hier aber, abgesehen von der Farbe, erstmal nichts zu bedeuten. Ist aber an sich eine schönere Karte. Kann man hier auf jeden Fall dazulegen. Weil das Video jetzt schon so vorangeschritten ist, würde ich sagen, ich unterteile das Pack Opening einfach in zwei Videos. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr die zweite Hälfte auch noch sehen wollt. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Packs offen. Ah, da geht noch einiges. Aber das letzte nehmen wir jetzt auf jeden Fall nochmal mit. Also dieser Slam Dwayne Wade ist echt nice. Kyra Lewis Jr., okay. Pokuševski, auch einer in meiner Sammlung, den ich gerne habe. Der kommt mal hier seitlich dazu. Chris Paul, CP3, nice one, immer nice to have. Bam Adebayo, gute Spieler in den in dem Pack drin. Norman Powell, okay, oder auch nicht. Hier haben wir Kyle Anderson von den Memphis Grizzlies. Skydive Curry, nice. Von Curry habe ich jetzt auch schon ein paar Special Karten. Das gefällt mir gut. Scheint eine Curry Collection zu werden. Und dann haben wir Jaden Springer als Rookie. Okay, also wir haben Jalen Green als guten Rookie gezogen. Wir haben diesen Skydive. Steph Curry, der mir gut gefällt. Wir haben Skydive. Anthony Davis. Diese Slam Flash Point Karte von Dwayne Wade ist richtig, richtig nice. Und dann noch hier diesen Josh Giddey. Ich weiß nicht, ob das nice ist. Ich müsste nachgucken. Wir haben bestimmt ein paar Experten in den Kommentaren. Lasst mal wissen, ob davon was Ordentliches dabei ist. Ansonsten, vom Design her gefallen mir diese Clean Hoops Karten von Panini richtig gut. Ich warte immer noch auf so einen Kate Cunningham oder so. Aber Jalen Green ist ja schon mal ein guter Anfang. Mal gucken, was noch so kommt. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Das Hauptgeschäft läuft bei mir auf Twitch. Mizi2K mit NBA 2K, My Team Streams. Ist quasi der Ultimate Team Modus von NBA 2K. Und ja, wenn ihr da Interesse habt, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten checkt auch die anderen Kanäle ab. Für jedwegliche
falls das ein Wort ist, Information. Erstmal wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Misi und ciao.